Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man muss nicht immer wieder hier im Haus wiederholen, dass uns als Schleswig-Holsteiner und gerade als Grüne aus Schleswig-Holstein wirklich klar ist, dass internationaler Handel, das Austausch von Ideen, Waren, Dienstleistungen, dass das letztlich die Welt voranbringt, die Welt stabiler macht. Aber man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen, was man hier unterschreibt. Und von daher finde ich es ein bisschen eine Unverschämtheit, wieder von Seiten der SPD mit irgendwelchen rechtsradikalen Nähen hier argumentiert wird. Genauso eine Unverschämtheit, wie hier populistisch wieder von Seiten der Piraten der Weltuntergang provoziert wird. Und Frau Damerow, vielleicht noch mal. Verdammt, vielleicht noch mal zu Ihrer Äußerung. Hätten wir ganz schnell mal in der Vergangenheit rechts unten schon mal den TTIP-Vertrag mit den USA unterschrieben, wären wir jetzt zum Spielball des Trump Towers geworden. Ich frage mich, ob Sie das wollen. Wir haben wiederholt sehr, sehr deutlich gemacht, wo wir in dieser Frage stehen. Im Parteitag, in Fraktionsbeschlüssen, die ja zum Glück die FDP sehr, sehr sorgfältig liest. Das war alles in den vergangenen Jahren und das war alles sehr deutlich von unserer Seite. Und mit uns wird es keine Zustimmung im Bundesrat zu diesem TTIP-Vertrag geben. Das kann ich hier nur noch mal an dieser Stelle bekräftigen. Herr Abgeordneter Voss, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung des Abgeordneten Dr. Stegner. Ja, natürlich. Bitte schön. Lieber Herr Kollege Voss, mein Herz ist groß und meine Toleranz ist weit. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine große Freude, mit Ihnen und dem SW zusammenzuarbeiten. Aber ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie auch mit Blick auf die Protokollanten in diesem Hause nicht die Kollegen der FDP mit mir verwechseln würden. Also ich spreche hier für die SPD. Und das, was Sie vorhin zu Beginn gesagt haben, bezog sich auf die FDP. Wenn Sie das nochmal klarstellen könnten, damit die das nicht fälschlich zitieren, dann ersparen Sie sich Ärger und ich mir auch ein bisschen. Ja, Herr Kollege Stegner, da müssen Sie entschuldigen, ich beherrsche das ABC, aber da muss ich wirklich das S statt die FDP gesagt haben. War auch kein freudscher Versprecher. Wir haben als Grüne auf den unterschiedlichen Ebenen im Europäischen Parlament, Bundestag und hier im Landtag sehr, sehr deutlich gemacht, wo unsere Kritikpunkte liegen. Und wir haben die zentralen Punkte auch bei dem CETA-Vertrag. Das sind das Klageprivileg für internationale Investoren. Das ist die Frage der öffentlichen Dienstleistungen. Da reichen Negativlisten nicht aus. Das ist die Frage des Vorsorgeprinzips. Und die lieben Kollegen von der FDP, dass Sie inhaltlich im Grunde mit diesen Punkten nicht übereinstimmen oder dass Ihnen die völlig egal seien, das, denke ich, machen Sie mal wieder deutlich, wenn Sie hier mit so einem Antrag versuchen, die Landesregierung dahin zu treiben, diesem Handelsvertrag einfach mal so zuzustimmen. Das heißt im Grunde, dass Ihnen ein System privater Gerichtsbarkeit wichtig ist, in dem kleine und mittlere Unternehmen benachteiligt werden, im Wettbewerb in die Ecke gedrückt werden, zugunsten internationaler Konzerne. Dass Kommunale und Regionen bei öffentlichen Ausschreibungen und der öffentlichen Daseinsvorsorge zukünftig in eine prekäre Lage getrieben werden. Herr Abgeordneter Voss, gestatten Sie eine Zwischenbemerkung des Abgeordneten Vogt? Aber selbstverständlich. Herr Abgeordneter Gag, der Abgeordnete Vogt hat jetzt das Wort. Vielen Dank, Herr Kollege Voss. Ich bin einigermaßen erstaunt, was Sie für ein Bild vom kanadischen Staat und der kanadischen Regierung haben, was Sie so vorhaben. Und dass Sie da bei Singapur keine Bedenken haben, lässt auch tief blicken. Aber nun möchte ich Sie auf einen Punkt hinweisen, der wirklich, glaube ich, mit Blick auf Ihre eigene Partei ein bisschen kritisch ist, Herr Voss. Wenn Sie so pauschal uns unterstellen, uns sei das alles egal, was da angeblich alles drin enthalten sei, wobei Sie noch nicht einen stichhaltigen Punkt da genannt haben, sondern alles nur Behauptungen hier wiedergegeben haben, wenn Sie das uns so pauschal vorwerfen, dass uns das alles egal sei, dass wir hier Interessen vertreten würden, wie halten Sie es denn mit dem einzigen grünen Ministerpräsidenten in Deutschland, mit Winfried Kretschmann, der sich positiv dazu geäußert hat und vermutlich Baden-Württemberg wieder zustimmt? Ist das jetzt genauso ein marktradikaler Egoist oder wie ist das? Also das würde mich mal interessieren, das möchten wir mal gerne dokumentiert haben, ob Winfried Kretschmann auch so ein Bösewicht ist wie die FDP. Das möchte ich gerne nochmal von Ihnen bestätigt haben. Also ich habe bei der FDP den Eindruck, dass sie sich überhaupt noch nicht inhaltlich mit diesem Vertrag beschäftigt hat. Natürlich ist Kanada ein Land, das auch gerade die jetzige Regierung uns sehr, sehr nahe ist. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir reden darüber, dass wir nach wie vor unterschiedliche Länder sind, nach wie vor Länder sind, die jeweils von ihren Parlamenten regiert werden.
Und wenn Sie sich ein bisschen mit dem Verfassungsgerichtsurteil beschäftigt haben, um nur einen Punkt rauszuheben, Verfassungsgericht-Anmerkungen beschäftigt haben, dann sagt das Verfassungsgericht bei diesen neu zu schaffenden regulatorischen Gremien, dass wir da sehr, sehr genau gucken müssen, wo da überhaupt das Parlament mitbestimmt. Und wenn Sie hier sagen, winkt mal alles durch, ist alles okay, dann habe ich den Eindruck, Sie haben überhaupt noch nicht genau sich mit den Details dieses Vertragswerks beschäftigt. Und es geht ja nicht darum, dass man Dinge, und das habe ich in den TTIP-Debatten hier mehrfach im Haus deutlich gemacht, dass man Dinge, die hätten schon längst geregelt werden können, nicht endlich mal regelt. Es geht darum, dass man hier ein komplettes Paket macht, was ein Stück weit auf die Länge betrachtet ein Staatsstreich durch die Hintertür ist, weil parlamentarische Rechte letztlich ausgehebelt werden. Herr Abgeordneter Voss, erlauben Sie noch eine Nachfrage von Herrn Vogt? Aber selbstverständlich. Bitte schön. Voss, wirklich, ich meine es. Sie wissen das ja, ich meine es wirklich mit Ihnen persönlich gut. Aber nochmal, Sie reiten Ihre Partei immer weiter rein. Wenn Sie sagen, das sei ein Staatsstreich durch die Hintertür und Herr Kretschmann sagt, Baden-Württemberg wird wahrscheinlich zustimmen. Also was für ein Bild geben Sie hier raus an die schleswig-holsteinische Öffentlichkeit, was Grüne in Deutschland so veranstalten? Also ich meine, Sie können nicht pauschal den politischen Konkurrenten solche Dinge unterstellen und gleichzeitig ausblenden, dass Ihre eigenen grünen Kollegen teilweise da ganz anders denken. Das sollten Sie doch vielleicht diskutieren Sie es intern nochmal. Ich biete Ihnen auch wirklich an, wir können im Februar darüber abstimmen, dass Sie nochmal die Gelegenheit haben, in der Fraktion darüber zu reden. Sie haben ja noch einen Parteitag am Wochenende. Vielleicht reden Sie nochmal drüber. Aber ich glaube, diese Argumentationslinie, die eigentlich gar keine ist, die tut Ihnen wirklich nicht gut. Herr Vogt, Sie haben vielleicht ja schon mal beobachtet, dass auch in Ihrer Partei verschiedene Mitglieder verschiedene Zwischenschlüsse zu bestimmten Themen haben. Also von daher gucken wir mal an, wie Herr Kretschmann sich in dieser Frage weiter positionieren wird. Und letztlich, glaube ich, hat die FDP wieder mal deutlich gemacht, wenn sie hier einfach das so einfordert, dass Ihnen das Vorsorgeprinzip und die Einklagbarkeit letztlich von Sozial- und Umweltstandards völlig egal ist. Gucken Sie doch mal genau rein. Okay, aber das hätten wir uns schon denken können. Von daher werden wir Ihren Antrag ablehnen. Es ist ja bekannt, dass wir in dieser Regierungskoalition drei Anträge dazu hatten, zu TTIP und CETA, und auch beschlossen haben. Und die sind sehr, sehr deutlich in den Anforderungen, sehr, sehr deutlich in der Bewertung und auch sehr, sehr deutlich im Inhalt. Und letztlich klar für fairen Handel. Es ist aber auch bekannt, dass die SPD sich in der Frage des zur Ratifizierung anstehenden CETA-Abkommen derzeit auf Europa, auf Bundesebene etwas anders positioniert. Wenn ich an den SPD-Konvent denke und die Äußerungen aus dem Europäischen Parlament höre, dann war jetzt nach der Ratifizierung die Stunde der Parlamente gekommen. Es ist aber auch so, dass im EU-Parlament jetzt im parlamentarischen Verfahren von Schwarz-Rot einmal der Prüfauftrag an den Europäischen Gerichtshof zu den Schiedsgerichten abgelehnt wurde, dass eine breite parlamentarische Beteiligung der Ausschüsse, was durchaus üblich ist, gerade bei so weitgehenden Verträgen, abgelehnt wurde, obwohl Beschäftigungsausschuss, Umweltausschuss, Sozialausschuss ausdrücklich dafür waren. Und wir haben gestern auf die Schnelle im Handelsausschuss einen Beschluss bekommen durch schwarz-gelbe, überwiegend auch rote Mehrheit, die CETA durchgewunken haben. Und im Februar wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit beschlossen, ein Abkommen mit einer ziemlich hohen Tragweite. Die Punkte an CETA sind durch die Auslegungserklärungen und Zusatzerklärungen der verschiedenen Staaten in keiner Weise ausgeräumt, die Kritikpunkte. Sie sind nicht Bestandteil des Vertragstextes, ihre Rechtsverbindlichkeit. Ich glaube, das ist allen hier klar, die sich ein bisschen damit beschäftigen. Besteht erhebliche Zweifel, das wird vielleicht bei Gericht mal rangezogen. Wie haben Sie es denn damals alles gemeint auf den 2000 Seiten? Nochmal zum Rückholantrag der Piraten. Auch den werden wir ablehnen. Das Bundesverfassungsgericht, ich habe es eben schon mal erwähnt, hat zwar am 13. Oktober den Eilantrag abgelehnt zur Unterzeichnung des CETA-Abkommens. Es hat aber sehr, sehr deutlich gesagt, dass hinsichtlich der Investitionen, hinsichtlich der Schiedsgerichte noch erhebliche Fragen sind und auch erhebliche Fragen sind hinsichtlich Einrichtungen wie zum Beispiel der neuen regulatorischen Räte. Wir werden von daher den Antrag hier heute nicht zurückholen. Wir werden ihn aber auch im Ausschuss nicht ablehnen. Und das ist eben ja schon sehr, sehr deutlich gemacht worden. Wir werden dieses Thema weiterverfolgen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren und anhand inhaltlicher Fakten dann auch klar uns positionieren. Und die Positionierung kann so nur gegen CETA sein. Vielen Dank.
Für die Abgeordnete des SSW hat das Wort der Abgeordnete Lars Hahn.